Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris und Grüß Gott zu einem weiteren Teil von Let's Play Together Europa Universalis 4 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günter Shadow, und unserem Dogen Egonson in Venedig. Ich grüße dich. Hallo. Oder wie sie in Italien auch gerne mal sagen, Bonjovi. Und ich begrüße ganz herzlich auch unseren osmanischen Sultan Legendary Marvin. Ich grüße dich. Servus, Bernd. Ja, ich ärgere mich gerade darüber, dass Frankreich Charolais besetzt, worauf ich einen Anspruch eigentlich habe. Aber gut, sollen sie es machen. Mhm. Ich will Burgund sowieso eigentlich nur Provinzen abnehmen. Und, Provinzen. Also die Bro-Winzen. Ja. Mhm. Und wir wollen die Brüder ja wieder zurück ins Reich holen. Ja. Ich mach mal eine Pause raus. Um mal so einen historisch und politisch total inkorrekten Spruch zu verwenden. Ja, allerdings. Ich wollte übrigens gerade deiner hier hochenergetischen Begrüßung so ein niederenergetisches Hallo entgegensetzen, Der Witz ging irgendwie unter, falls sich jetzt jemand fragt, wo denn die lieben Freunde des gepflegten Strategiespiels geblieben sind. Ah, ja. Oh, jetzt fliehen die schon wieder. Günner, kriegst du jetzt alleine hin, oder? Warte mal. Halt. Oh, scheiße, die haben schon wieder Moral. Die haben sofort Moral, das ist so ätzend. Bleib doch noch mal ein bisschen da, Mensch, Junge. Du bist echt eine Pappnase. Du kannst doch da ruhig mal hier ein bisschen mitkämpfen. Wir sitzen doch alle in der gleichen Gondola. Ja? Muss Wäsche waschen zu Hause. Ich habe einen Fußpflegetermin morgen. Den will ich nicht. Weißt du, wie lange es dauert, bis du einen kriegst? Ich sage nur gerade dazu, Machiavelli hörte mal von, ich glaube, es war Ludwig der XII., dass die Italiener nichts vom Kriegshandwerk verstünden. Ja. Mhm. Worauf Machiavelli zu Ludwig dem XII. Gesagt haben, man weiß ja aber auch so weltweit eigentlich, dass die Franzosen nichts von Politik verstehen. An diesem Spruch ist so ein bisschen was Wahres dran. Ne? Also die Italiener, die hier nichts von der Kriegsführung verstehen und ihre Verbündeten im Stich lassen und so. Ne? Und, die von ihren Verbündeten hier schamlos immer in Kriege gezogen werden, von denen sie gar nichts haben. Aber gut, ich werde ja bald endlich mein Italien gründen können, hoffe ich doch. Von daher. Was fehlt dir noch alles für Italien? Also außer Rom. Florenz, Pisa wird bald Mainz sein. Mailand, Mantua, Ferrara, Parma. Das ist alles in einem Auferstand beim nächsten Krieg. Und dann ist nur noch Siena praktisch da. Die mir fehlen. Aber Siena hat auch einen Duschen. Von daher, weißt du, ist ja. Ich gucke nochmal gerade, mit wem? Ja, mit Mailand. Oh, das ist ja da mit Mailand zusammen. Genau. Und dann kannst du direkt nach dem Krieg, den du gerade führst, Mantua angreifen, weil du deinen Waffenstillstand mit Aragon haben müsstest. Stimmt wohl. Ah ja, und dann ist noch Savoyen. Savoyen ist ja. Savoyen ist nicht mehr viel übrig irgendwie. Nizza wäre nice. Könnt ihr mal aufhören, hier so das Reich schon unter euren gierigen Dichtfingern aufteilen zu wollen? Ich halte bis heute nicht eine einzige Reichsprovinz, will ich hiermit betonen. Ja, sagt der Mann, der Österreich vom Mittelmeer bis zur Adria geschaffen hat. Und zum Schwarzen Meer wohlgemerkt. Schwarzes Meer meinte ich, nicht Adria. Adria hat auch Zugang. Also, vom Adria bis zum Mittelmeer ist gar nicht so weit. Das stimmt wohl. Genau, aber Schwarzes Meer. Und wer ist Pommern nicht? Doch. Brandenburg ist dein Vasall? Pommern ist mein Vasall, glaube ich. Sind nicht alle Österreichs Vasall? Ja, ganz viele jedenfalls. Irgendwie schon, ja. Oh scheiße, ich verliere die Schlacht da. Meine Söldnerarmee ist im Arsch. Ja, das wird jetzt schön, wenn diese 37 burgundischen Regimenter auf die Idee kommen. Hey, wir können die ja angreifen. Ja, meine Truppen ziehen sich natürlich erstmal nach Wien zurück, ist klar. Ja, ich komme mal mit. Soll ich mal Artois weiter belagern und komme dann mit meinen Truppen nach Antwerpen? Sekunde noch gerade. Komm, der gibt diplomatisches Geschick, das ist gut. Sekunde. Ich brauche noch Sölt, ne? Weil meine regulären Truppen ja alle abkacken. Und weil die Burgunder sowieso alles niedermeucheln. Die haben auch eben ultra viele französische Regimenter weggeplättet. Nur keine Söldner mehr da. So, wo stehst du jetzt gerade? In Artois
Soll ich da mit allen rüber und du besetzt es? Oder? Ja. Also um das Besetzen brauchst du dir mal gar keine Gedanken zu machen. Das mache ich schon alles. Wir könnten das irgendwie so machen, dass wir uns zu dieser französischen Armee in Antwerpen stellen. Da bin ich auf dem Weg. Da erlaube ich jetzt auch mal meinen Verbündeten den Anschluss. Und dann können die da sonst noch mitmachen. Weil diese 39 Regimenter, die rennen halt sonst gleich wieder hier rum und plätten halt alles einfach weg. Ja. Lass sie uns da schnappen, solange sie... Nicht zu viel. Ja, lass ihn ansonsten nochmal auf die Trierer Armee draufrennen. Ich habe mich jetzt der Armee du Jura angeschlossen, aber die wollen sich nicht bewegen. Ja. Fantastisch. Merde. Fan-fucking-tastic. Ich habe auch das Problem, dass sich dauernd irgendwelche Armeen mir anschließen, wo sie sich eigentlich nicht anschließen sollen. Kann man da nicht mal sagen, von wegen hier, liebe Vasallen? Ah, nee, Moment, die machen das, damit die Belagerung weitergeht, glaube ich. Okay. Oder sowas, oder auch nicht, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, genau, dass man sich da einfach nicht absprechen kann, sondern die KI irgendwie wild drumrum hier rumspinnt. Ja. Es ist doch völlig realitätsfern, oder nicht? Ja, Marvin, auf jeden Fall. Sag doch auch mal was, Marvin. Dass die KI wild durch die Gegend rennt, ist doch ganz normal. Das ist gar nicht, es ist manchmal schon ganz gut möglich, die Vasallentruppen zu steuern, aber leider nicht immer. Also für die Vasallen wäre ein Oberbefehl manchmal schon ganz praktisch. Alle zwei gab es das ja noch, dass man wirklich die verbündeten Truppen steuern konnte. Das war schön. Das kann ich mir vorstellen. Ja, vor allen Dingen, weil die Verbündeten hier, nämlich Frankreich, die scheinen sich irgendwie eher so um Aragon zu kümmern. Und irgendwie von Polen, obwohl die im Krieg mit dabei sind, habe ich noch gar nichts gesehen. Wirklich schlimm ist das eigentlich, wenn man die Vasallentruppen nicht steuern kann, wenn man einen Krieg hat, bei dem das Kriegsziel Schlachten gewinnen ist. Und dann läuft man rum und gewinnt Schlachten um Schlachten. Und was machen die Wachen? Die Vasallen verlieren überall ihre Schlachten und machen einem den Warscore kaputt. Ja, genau. Ja. Diese burgundische Hinhaltetaktik ist, das ist äußerst ärgerlich. Also die Frankreich hat auch schon eingegriffen. Die haben ohne Scheiß bestimmt 100 Regimenter ausgehoben oder so. Der Burgund hebt auch ganz gerne mal Söldner aus. Ja, das machen die auch. Also ich glaube auch, das müssen Söldner gewesen sein. 1. Juli kommt er jetzt in Rethel. Und volle Defensivideen, das ist immer schön. Ja, das ist so jetzt. Inzwischen nimmt die KI irgendwie nur noch Defensivideen. Natürlich ist er schneller als ich. Natürlich ist er schneller als ich. Und zwar in jede Richtung ist er schneller als ich, oder? Ja. Ah ne, 1. Juli. Ja, dann müsste ich es ja gerade schaffen. Bleib da, wenn er nicht kommt. Greif doch mal diese 30 französischen Regimenter an. 40. Mit was denn? Greif doch mal diese 30 französischen Regimenter an, sagt er zu seinen Verbündeten mit 10. Nee, zu Burgund sage ich das. Achso. Das ist alles, dieser Krieg läuft gerade so ultra scheiße. Wenn ich diese zwei Schlachten dann nicht verloren hätte, wo sind überhaupt die Venezianer? Die stehen bei den Franzosen drin, ne? Antwerpen, genau. Ja, dann räum doch mal vielleicht so ein paar kleinere burgundische Regimente auf. Weil der holt sich die ganze Zeit ja überall so einer Regimenter rein und nachher sind es dann wieder 1000. Ah ne, er greift euch an, bleibt da stehen. Gut. Er kriegt nämlich einen Überquerungsmanus und dann komme ich jetzt direkt mal dazu. Sehr gut. Ah, das ist wieder schon viel zu knapp. Ja, ich verstehe das doch gar nicht. Der kriegt doch Mali ohne Ende. Warum macht der trotzdem alles platt? Wegen den Defensivideen? Wegen der höheren Moral oder was? Oder? 3-6-3 hat er. Wir haben 4-3-3. Der hat noch nicht mal eine hohe Tech-Stufe. Also gut, wahrscheinlich halt volle Defensivideen oder sowas. Von Defensivideen gibt ihm schon mal 25% Moral. Also ja. Wo er natürlich immer schauen musste, wie viel Dings er hat.
Disziplin, weil das ist ja der Schadensmodifikator, das haut immer schön rein. Ich guck mal gerade. Sieht man auch nur in der Schlacht, glaube ich. Sein ja, er hat, eine höhere Disziplin, das stimmt. Ja. Mhm. Und wir haben wahrscheinlich auch wieder das ultimative Würfelglück. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ja, die Schlacht ist verloren. Ja. Schon wieder eine Armee aufgerieben. Wenn meine Söldner jetzt noch zur Unterstützung kommen, dann komm. Kommen Tag noch raus. Ja, die kommen noch rein. Ja. Okay, kommen die anderen 15 Regimenter Söldner auch noch? Boah, es ist zäh. Okay, und Calais habe ich gewonnen. Brabant kommt auch noch. Piu. Ja. Und da stehen auf einmal schon wieder 3 Regimenter runter. Ist das so nervig. Okay, oh, wenn die 15 hier noch schaffen sollten, das wäre ja, so schön. Ja, dann gewinnen wir das, glaube ich, sogar noch. Aber ich meine, er hat halt echt so eine pervers hohe Moral. Mm. Da geht halt echt gar nichts runter. Und die 15 sind noch dazu gekommen. Also jetzt kommt noch ein Regiment. Ja gut, jetzt sind wir ja im Zahlenverhältnis 2-1, da kann er jetzt nichts mehr machen. Komm, oh, jetzt würfelt er eine 7. Jetzt haben wir ihn, jawohl, ja. So, wo ist mein Anführer mit dem Manöverwert? Er hat keinen, upsala, nee, warte mal, bleibt man noch da. Ja, so. Können wir überhaupt nach, nee. Wow, der hat mir diese Armeen auch echt richtig gut zerhackt. Also, heftig. Können wir hier Anschluss erlauben. So. Ich weiß ja, wo er hin will, aber er darf sich jetzt moraltechnisch nicht mehr erholen. Komm, das geht noch. Wir haben Manövervorteil. Komm. Nein! Ja, scheiße, und jetzt bin ich schon drin und das... Oh, fuck you, ey. Ohne ich komm nicht nach. Mann. Ach so. Ja. Nee, ich guck, dass ich da abhaue ansonsten. Nee, ich komm. Obwohl, wir schaffen es. Ja, es passt. Ich hab gerade überlegt, warum kann ich meine Leute nicht befehligen, aber ich hab's ja noch da angeschlossen gehabt. Und zum ersten Mal seit 3 Folgen unter 100% über den... Du jetzt, ja? Ja, ich habe jetzt erst die ganzen spanischen Provinzen gekort. Gratulation. Ah, du hast die spanischen Provinzen gekort. Lass mich das mal gerade angucken. Hab noch nicht alle 3 Filme noch. Ja. Aber, ja. Ah, und eine portugiesische halt noch, ne? Ja, genau. Naja, sieht schön aus da unten. Ich glaube, ich werde jetzt einfach westlichen. Das musst du auf jeden Fall machen. Dann verstehen wir uns auch hoffentlich besser, oder? Nee, das macht doch keinen Unterschied. Nein! Oh. Aber mein nächster König ist original halb so gut wie mein aktueller, und zwar wirklich halb, von 12 auf 6 Punkte insgesamt. Und da dachte ich mir, vielleicht mache ich das, bevor der stirbt. Ich gucke gerade, die österreichische Meinung von Osmanisches Reich ist minus 20, Nachbar mit abweichender Religion, aggressive Expansion minus 24. Wettbewerbe um die Weltherrschaft. Die hab ich dir gegenüber, weil du so brutal bist. Ich hätte irgendwann mal einen Muslim attackiert. Nee, deine osmanische Meinung von Österreich ist plus 32. Ja, genau. Ja, verbessere doch mal die Beziehungen zu mir, da können wir mal ein Bündnis machen. Ich habe gar keine freien Diplomaten. Ja, dann hol dir mal einen freien Diplomaten. Dann hol dir doch mal einen. Ich schick mal auch einen zu dir, wenn wir da schon dabei sind. So, jetzt fehlt nur noch eine, aber die dauert noch bis zum 20. April. So, Leute, jetzt kriege ich endlich Satisfaction. Jupp, und das war's. Jetzt haben wir die burgundische Armee aufgerieben. Boah, war das eine schwere Geburt. So, jetzt kann ich aber zurück ins Mittelmeer, hoffe ich doch. Ja, vielleicht belagerst du noch irgendwie 2 Provinzen oder so, Holland, Breda oder sowas. Das wäre, glaube ich, ganz schmackofatzig. Und Berg hole ich mir noch, dass der halt nirgendwo mehr Truppen nachrüsten kann, ne? Okay.
Ab nach Seeland. Ach, schön dort. Jip, 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 läuft so. Ich sollte mal gucken. Das ist jetzt schon... Na, wieder kein... irgendwie Geld oder Söldner. Ne? Nee. Da haben sie den einen oder anderen Berater entlassen. Wen nehmen wir da? Bisschen nach. Der macht gerade deine Truppen in Breda platt übrigens. Oh. Ja. Sau geil. Unglaublich. Ich habe übrigens noch keine einzige Provinz eingenommen von Burgund. Das ist auch so geil. Wir belagern ja schon fast alles. Ne? Und naja, okay, gut. Was soll's? Bessere Beziehungen plus 30% ist nicht verkehrt. Aggressiver Expansionsabbau. Ist ein bisschen irreführend formuliert. Ah, okay. Also aggressiver Expansionsabbau. Okay, ah, den kann ich für später brauchen. Weil globaler Handelseinfluss wird jetzt mir schon mehr bringen. Hm. Ja, doch, doch, ich möchte später viele, viele Provinzen haben. Okay. Dann lassen wir das mal lieber. Ach, wenn ich Italien gründe, ist dann komplett Venedig-Italien oder wie? Ja, das sind alles Italien und du kriegst, glaube ich, Ansprüche auf ganz Italien noch. Von dem, was du noch nicht hast. Mhm. Müsste aber dabei stehen im Tooltip. Aber ich kann meinen Namen nicht behalten. Nee, das nicht. Oh. Du kriegst doch andere Ideen. Da komme ich auf Ideen. Also, will ich das dann überhaupt machen? Mei, die italienische Ideen, das ist also Tradition, höher mehr Handelsmacht und bessere Beziehungen, plus 50% ist schon mal ziemlich cool. Dann kriegst du, also falls nacheinander die Ideen, weniger Stabilitätskosten, minus 10, Infanterie, Kampffertigkeit plus 15, Mare Nostrum ist Galeerenkosten minus 15, Galeeren, Kampffertigkeit plus 20, dann plus 33% Manpower, plus 15% Steuern. Und das ist eh das coolste, plus 25% imperiale Autorität, wenn du Kaiser bist. Du hast eine Kaiser-Idee. Und das letzte ist... ist ja geil. Ja, okay, Kernprovinzkosten. Ist halt weniger handelsfokussiert als Venedig, das ist auf jeden Fall. Ja. Ich glaube auch, dass du dann keine Handelsrepublik mehr bist, ehrlich gesagt. Stimmt, dann müsste ich doch ein Königreich sein. Das kann ich jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, dass du dann eine feudale Monarchie wirst. Hm. So, einen Moment. Ach, wir haben gerade Alajento gedingst, aber ich bin noch nicht rückständig genug. Verdammt. Ist ganz viel auf der Karte ist gerade. Warum seid ihr alle so schlecht? Das ist so schlecht. Was? Wie so schlecht? Was? Alles so schlecht, dass ich nicht westernisieren kann. Das ist ja traurig. Wie, wir sind... Du bist einfach so gut. Also jetzt ohne ja, weißt du. Toskana ist noch der fortschrittlichste, aber die sind nur 6 Technologienstufen vorne. Ich glaube, das kann ich... Ich glaube, das kann ich nicht erwarten. Vor allem, weil bis dann hat der Egon sie wahrscheinlich schon annektiert. Mhm. Oh, ich krieg 4000 Rekrutenreserven, die jetzt wahrscheinlich alle direkt, ja, direkt wieder dahin schmelzen werden. Urbano Priuli ist mein neuer General. Ja, ich hätte dann gleich genügend Reichsautorität für den gemeinen Pfennig. Warte damit mal noch nach dem Krieg. Ja, ja, muss ich so oder so. Kann ja, ich vorher eh nicht machen. Ich habe gerade einen Entdecker mit 5 Manöver bekommen. Ist das nicht cool? Boah. Das ist ziemlich genial. Ist dann eigentlich auch schneller, ja, ne? Das ist ja. Der ist auch schneller. Okay. Und bei Marine bringt sogar einen Kampfbonus. Hm.
Verständlich. Da gibt es einen Aufstellungsmodifikat und der wird ja doch verbessert. In Landarmeen kriegen ja keinen Kampfbonus durch Manöver. Okay, auch nur dann schneller, ja. Da geht es nur um die Bewegung, genau. Und okay. Ein höherer Manöver bei Admirälen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie naheliegendes Land entdecken und es verringert die Überdehnung. Also Überdehnung ist für Admiräle einfach nur genial. Hm. Welche Infanterie ist die fortschrittlichere? Tertio oder Mauritius? Tertio. Mauritius schon, dann bist du auf Stufe 15, oder? Nee, es geht um Söldner. Ja. Mauritius ist besser, ja. Dann. Herzlich willkommen in Venedig. Muss ich jetzt eigentlich fast noch einen Krieg führen, wenn ich jetzt nicht westernisieren kann? So ein Scheiß. Bah! Solltest mal einfach aufhören, so gut zu sein. Strengt ihr euch mal mehr an. Das ist vollkommen verkehrt. Wir sind schon am Maximum an unserem Skill-Level, von daher. Ich werde ja sowieso hier die ganze Zeit nur verarscht. Ich glaube, dann hole ich mir jetzt die Grenze zu Russland. Yeah. Sowas finde ich cool. Weiß nur nicht genau wie. Moderna, nee. Aber Lombardei erobert. Oh ja, das ist doch Hammer-Efrau. Gut. Wunderschön. Jetzt haben wir auch einen tollen Kriegsgrund gegen Mailand und sind da top vorbereitet. Top vorbereitet. Dann auch mal uns bei unserem Nachbarn zu bedienen. Aber was heißt da auch? Ich habe noch keine einzige Provinz von dir annektiert. I'm just saying. Wie sieht's ja aus mit Burgund-Aragon-Krieg? Hast du da... Der dümpelt so vor sich hin. Ja, also du willst da schon dann deine 100 Kriegspunkte haben. Ja, die brauche ich auf jeden Fall, sonst kriege ich da die Provinzen gar nicht. Also wir sind momentan bei 75%. Mhm. Es kommt ja auch noch... Also Aragon ist ja eben auch noch im Krieg mit drin. Das ist ein bisschen ärgerlich. Bin dabei, ihre Häfen zu blockieren. Da gehen wir ein paar Punkte. Oh, 84 schon. Nice. Okay. Sollen wir mal. Na, lieber nicht schneller. Oder? Schneller? Wir können von mir aus jetzt eine Tour schneller machen. Ja, weil okay. Bei mir ist jetzt das Gröbste gelaufen. Das Problem ist halt immer. Das Problem ist halt eigentlich immer Burgund mit diesen riesigen Söldnerarmeen, die sich halt so super schnell zusammen schustern und das geht dann halt einfach so super fix, ja. Ja. Oh geil. Religiöse Einheit mit Bayern erzwungen und direkt mal 16 Reichsautorität gekriegt. Ja, das ist schön. Jetzt kommt der Reichspfennig, oder? Ja, der kommt auf jeden Fall, sobald dieser Krieg rum ist. Jetzt ist nur die Frage, ob ich hingehen soll und... Warte mal ganz kurz. Ich muss mal gerade gucken. Ich kann keine Vasallen entlassen, solange ich im Krieg bin, ne? Ja, das ist ärgerlich. Das ist etwas ärgerlich. So, dann lösen wir die Söldner hier mal schon mal auf. Ja, jetzt überlege ich, ob ich dann ansonsten eine Provinz annektieren soll von ihnen und dann die anderen Provinzen halt später freilasse und mir dafür halt nochmal, oder vielleicht entlasse ich halt irgendwie sowas wie die Niederlande und vasalisiere die auf diplomatischem Wege. Das müsste ja eigentlich gehen. Das könnten wir mal gerade gucken. Ich pausiere mal hier schnell und schau mal rein. Ich kann verlangen, dass sie Brabant an Brabant zurückgeben, was irgendwie interessant ist. Ich kann verlangen, dass sie die Niederlande entlassen. So, ich kann irgendwie nur verlangen, dass sie Calais an Frankreich abgeben. What the shit? Ach so, ja, das war ein Rückeroberungskrieg, ne? Okay,
Dann gib Brabant an Flandern zurück. Entlasse Bar. Wäre natürlich irgendwie cooler, wenn ich Barois an die Provence abtreten könnte, wenn ich sie als Vasall entlasse, aber dafür kriege ich auch echt nicht viel. Dafür kriege ich auch echt nicht viel, oder? Gerade Barois hat 5 Grundsteuer, das ist echt nicht so der. Das ist echt nicht so der Burner. Da könnte ich eigentlich echt verlangen, dass sie Barois entlassen. Die zählen aber auch zum Reich. Meine ich. Warum kann ich jetzt irgendwie nicht mehr verlangen, dass sie die Niederlande entlassen? Hä? What? Das konnte ich vielleicht, weil du die Provinzen schon anderweitig vergeben hast. Ah, das dürfte es sein. Das dürfte es sein. Angebot entfernen. So, jetzt nochmal. Also, ist alles nicht einfach, gell? Nation entlassen. Niederlande. Genau. Ja, stimmt. Weil wenn Brabant dann an Brabant geht, dann kann ich die Niederlande nicht entlassen. So. Okay. Dann sollen sie entlassen. Bar. Flandern. Oh, das haut nicht hin. Das ist zu viel. Dann sollen sie Flandern entlassen. Wie viel Geld haben sie? Ein bisschen was. Verträge, Handelseinfluss, kündigen. Bündnis mit Aragon kündigen. Bündnis mit der Pfalz können sie behalten. Aber das mit Aragon können sie eigentlich auch behalten. Das ist ja echt nicht so stramm. Ich kann keine Provinz annektieren. Nur Frankreich kann irgendwie Provinzen annektieren. Das finde ich echt merkwürdig. Ich warte mal noch gerade eine Sekunde, bis ich hier den Rest der Provinzen annektiert habe. Und dann müsste das ja schien eigentlich. Mit dir? So, ich brauche echt nur Siena. Und die Lombardei, und das ist Mailand, Modena, Siena und Siena, Mailand. Ja, ist machbar, auf jeden Fall. Wir haben dann durch den Krieg. Ui, ich könnte mir gerade eine Stabilität schenken lassen, aber ich kann sie nicht brauchen. Ist das nicht schön? Oh. Ich habe schon 3. Das ist schade. Hast du dein Friedensangebot zusammengeschustert jetzt? Ich bin gerade dabei. Okay, dann sollen sie entlassen. Die Provence kann sie doch gar nicht entlassen. Was labern die denn dafür? Was ist denn das doch, für die können die Provence in Barois entlassen. Ja, ja, klar, aber wenn ich Barois entlasse, dann können sie nicht mehr die Provence entlassen. Mal eine andere Frage ist, wenn ich eigentlich per Koalition drin oder per Bündnis? Bündnis. Könnten die könnte man schauen, ob er einen Separatfrieden kriegt. Mit dem sie zum Beispiel in Barois die Bar entlassen. Ja, nur, es ist ja so, wenn ich die jetzt zwinge, Provinzen zu entlassen, kriege ich Reichsautorität, die ich eigentlich jetzt momentan nicht unbedingt brauche. Ne? Und deswegen gehe ich jetzt lieber hin und. Ach, kannst du den gemeinen Pfennig im Frieden nicht durchsetzen? Doch klar, aber den kann ich im Krieg nicht durchsetzen. Also im Krieg, ja, Entschuldigung. Ah ja, ich habe schon lange kein Reich mehr gespielt. Ja, und deswegen ist es halt so ein bisschen vergeudete Liebesmühe dann. Dann braucht man halt gar nicht so viel. Provinzen direkt annektieren, Pfennig durchsetzen, dann als Vasallen freilassen. Warte mal. Burgund widerruft den Anspruch auf Limburg. Ach ja, dann machen wir das noch irgendwie mit dazu. Hauptsache es gibt nochmal irgendwie Prestige und. Dann sollen sie Bar, die Niederlande und irgendwie passiert hier dauernd irgendwas komisches. Angebot entfernen. So, jetzt letzter Versuch, ja. Also sie sollen die Niederlande und Flandern entlassen und dann sollen sie mir nur ein bisschen Geld geben. Und dann sage ich hier Forderung senden. So, wir kriegen 4 Reichsautorität, das geht, das ist nicht so viel. Ich habe einen Aufstand in Zürich. Oh, super, und meine Truppen sind automatisch reingelaufen, weil sie direkt davor entstanden ist, diese scheiß Aufständischen. Da. So, dann schicken wir die mal dahin. Die waren nämlich eigentlich auf dem Weg nach Wien, aber die werden jetzt gleich verlieren. So, dann führen wir schnell den gemeinen Pfennig ein.
So. Das ist eine coole Reform. Dann haben wir das jetzt. Dieser Pfennig ist auch echt ultra gemein, muss ich ja sagen. Ja, das ist die erste Reform, die den Mitgliedern nur Nachteilen bringt. Ja, und dann werde ich jetzt die Niederlande vasalisieren und auf diplomatischem Wege nach Möglichkeiten. Ja, war klar, dann habe ich da nochmal eine schöne Armee verloren. Vielen Dank, ihr Mistrebellen. Es war halt so klar irgendwie, ich weiß auch nicht. Okay, dann ist es soweit. Ich glaube, ich werde jetzt Mailand und Siena angreifen. Brabant tritt der Republik bei. Was ist denn das jetzt? Die Niederlande gibt's wieder. Ja, die habe ich eben befreit. Ja. Und jetzt okay. Haben die direkt... Okay, jetzt haben direkt Brabant annektiert. Und Limburg. Das ist natürlich ein Ding. Dann läufst nach Ulm. Bündnisangebot aus Frankfurt. Fuck yo, ich wollte nur den Militärzugang haben. Kann ich die noch vasalisieren? Ja, das geht. Mailand ruft mich zu Waffen, das muss ich ablehnen. Ja. Ich verliere 10 Reichsautorität. Bin jetzt bei minus 10. Ja. Nie wieder gut. Das ist doch zum Mäusemelken hier. Jetzt verlieren wir auch noch Geld. Muss mal ein bisschen langsamer machen. Ich habe jetzt gerade Georgien angegriffen. Was hast du da vor? Georgien? Ah, okay. Die schließen sich gerade alle in der Koalition gegen mich an, irgendwie. Die Mistratten. Georgien will Militärzugang von mir haben. Witzig. Kämpfte Nachfolge in den Niederlanden, ja, die werden wir eh vasalisieren. So. Nice. So, und am 31. Januar werden wir sie vasalisieren. Ah ja. Und dann muss ich jetzt echt mal warten. Bauernkrieg in Polen, oh. Und dann muss ich jetzt echt mal warten, bis meine Manpower wieder erholt ist, weil ey, dieser Krieg ohne Scheiße hat mich ja so gewickelt. Ja, komm, noch 9 Tage. 5, 4, 3, 2, 1. Zack, zack. Großartig. So. Wir haben einen neuen Vasallen. Begrüßt die Niederlande. Hallo Niederlande, wie geht's dir? Ich glaube, die Osmanen müssen die befreien. Ja, Unabhängigkeit unterstützen und so, ne? So. Da wäre dieser Krieg wohl soweit und na, hier noch helfen. Weiß nicht, wo die überhaupt herkommen. Hier stehen 4 Karavellen rum. Die reparieren sich, hoffe ich doch. Ich krieg mit der nächsten Idee diplomatischen Unterhalt, aber dann bin ich wieder mit der Militärtechnologie ein bisschen hinten dran. Da kann ich dann halt die Offensividee schon mal voll machen. Okay. Ich würde sagen, wir machen mal eine Pause. In der Pause können wir dann genau nachdenken, was wir machen. Okay. Dann danke fürs Zuschauen. Und wir freuen uns alle, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ja, hoffentlich wieder mit frischer Manpower. Also auch mit eurer frischen Manpower. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Servus.